So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein Moment. Auf meinem Kanal Boss der Bartagam. Heute gibt es mal wieder endlich wieder ein Video und zwar etwas professioneller auf meinem Kanal. Es ist lange her. Es hat sich einiges ereignet. Schule hat begonnen. Wir haben ein gewisses Level an Abonnenten auf diesem Kanal erreicht, und zwar die 1000 Abonnenten. Wofür ich mich auch recht herzlich bei jedem Einzelnen von euch bedanken möchte. Und ja, Corona ist fortgeschritten und ist schon wieder in der nächsten Phase, eine zweite Welle auszulösen. So, aber das Ganze ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte euch heute berichten von der Winterruhe. Ich habe schon mal ein Bartagam-Winterruhen-Video gemacht und euch alles erklärt mit meiner eigenen PowerPoint. Heute möchte ich euch diese Seite vorstellen, bartagam.capas.de. Diese Seite habe ich mir neulich durchgelesen und finde sie wirklich sehr informativ und hilfreich. Diese capas.de-Seite gibt es auch für verschiedene Themen. Haltung, Beleuchtung, Ernährung, Krankheiten, Fragen, etc., Anatomie. Ihr könnt hier alles lernen, was ihr über Bartagam wissen wollt, und zwar in Form eines gut geschriebenen Blogs. Die Person oder die Personen, die das hier schreiben, sind meiner Meinung nach sehr gebildet, was Bartagam angeht, und haben viel Erfahrung. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ich werde es euch auch verlinken. Auf jeden Fall werde ich das jetzt ein bisschen benutzen als meine Begleit-PowerPoint-Folie für meinen jetziges Video. Und zwar, wir haben den 30. September, der Oktober naht, und zwar fängt er morgen an. Der Spike ist schon in der Winterruhe, das ist aber bei ihm normal. Er geht immer im September schon in die Winterruhe. Ich möchte euch noch mal ein bisschen aufklären, ein aktuelleres Video bieten und auch meine neuen Erfahrungen ein bisschen mit einbringen. Und ja, viele haben mich gefragt wegen der Winterruhe, deshalb will ich jetzt einfach das Video raushauen. Und ich wünsche euch viel Spaß und informativen Content. Also, die Winterruhe bei den Bartagamen ist notwendig. Da die Bartagamen durch die Winterruhe ihr starkes Immunsystem beibehalten bzw. dieses noch mehr fördern. Zudem ist die Winterruhe ein wichtiges Manöver, um einfach die innere Uhr der Bartagame beizubehalten und den naturalen Rhythmus einfach beizubehalten. Also, dass die Bartagame eben von genetisch bedingten Faktoren her einfach schon die Winterruhe drin hat und auch den Tagesrhythmus, und es muss dann einfach dementsprechend auch umgesetzt werden. So, hier kann man auch lesen, warum Jungtiere auch in die Winterruhe sollten. Meiner Meinung nach ganz klar, brauche ich nicht extra zu lesen. Jungtiere, die gut gefüttert sind und nicht gerade sehr zerbrechlich aussehen, haben auf jeden Fall die nötigen Voraussetzungen, in die Winterruhe eintreten zu können. Und auch werden die Wachstumsprozesse bei den jungen Bartagamen in der Zeit dann lahmgelegt. Wie man auch in der Natur sehen kann, jetzt nicht in Deutschland, aber in Australien, dass die Bartagamen eben auch als Jungtiere eben die Winterruhe machen. Und von daher ist es auch ein ganz normaler Zyklus. So, was braucht man überhaupt für die Winterruhe? Man braucht ein Terrarium, das in einem Ort steht, der zwischen 15 und 18 Grad in etwa hat. Kann auch ein bisschen kühler noch sein, sollte aber nicht wirklich kühler dann sein. Und 15 und 18 Grad sollte der Raum haben. Die Temperatur sollte immer etwa gleich bleiben, sollte keine zu großen Schwankungen haben, sonst wird die Bartagame teilweise wach. Das ist nicht gut, denn so verbraucht sie mehr Energie, kann dann nach der Winterruhe abgemagert sein, und das stresst das Tier auch und sorgt eben für kein gutes Immunsystem und kein langes Leben. Also versucht dem Tier wirklich einen angenehmen Platz zu geben, wo es überwintern kann. Ihr könnt das normale Terrarium benutzen, ihr könnt, wenn ihr es bewegen könnt, auch es irgendwo in einen anderen Raum stellen, der kühler ist.
Oder ihr holt die Bata-Game eben raus, wenn sie schon schläft, ist auch okay. Einfach rausholen, macht keinen Unterschied, wenn sie jetzt schon einen Tag geschlafen hat. Ne? Viel besser so, als wenn sie jetzt irgendwie dreimal, viermal in der Winterruhenpause aufwacht. Einfach die Bati rausholen, in ein anderes Terrarium befördern, wenn ihr eins habt, oder irgendeine Box, da kommen wir auch später noch zu. Und da eben das Tier überwintern lassen und ja, zu allem Weiteren kommen wir jetzt. Wie leite ich die Winterruhe ein? Also, ein geschwächtes oder krankes Tier sollte niemals in die Winterruhe eingegeben werden. Das ist klar, das habe ich auch in meinem letzten Video von der Winterruhe schon erzählt. Da die eben sehr ein schwaches Immunsystem haben, körperlich zerbrechlich sind und so die Winterruhe nicht überstehen. Das ist genauso wie beim Menschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Krankheit haben, aktuell ganz bekannt Corona, wir haben einfach Symptome, diese greifen unser Immunsystem an, schwächen uns und so können wir das nicht überstehen. Das ist auch bei den Bata-Gamen und so. So, das heißt, nur Tiere in die Winterruhe geben, die körperlich und immunsystemtechnisch eben stabil sind und auch genügend Fett eingelagert haben. Muss jetzt kein massives Tier sein, aber eben genügend Fett. Ja. So, vor der Winterruhe sollte man unbedingt eine Kotprobe machen, um das Tier auf Parasiten zu untersuchen lassen. Das ist wichtig, sonst fressen die Parasiten das Tier während der Winterruhe auf und können generell das Tier schädigen. Und nach der Winterruhe wird es auf keinen Fall besser und die Parasiten, die bleiben da nicht in Ruhe natürlich. Gut, wenn wir das alles getan haben, können wir weiter zur Einleitung der Winterruhe. Wie ich auch schon oft auf Instagram den Leuten privat gesagt habe, muss man, wenn man es eben hat, ein Vorschaltgerät zum Beispiel und ein Dimmer, die Lichtintensität absenken. Damit fängt man eben ein paar Wochen vor der eigentlichen Winterruhe an, senkt die Lichtintensität etwas runter, dass man zum Beispiel 6 Wochen vor der Winterruhe das Licht jede Woche um 1-2 Stunden runterdimmt. Ne? Zum Beispiel jede Woche um 2 Stunden, 6 Wochen vorher, das sind dann, oder sagen wir eben, das war jetzt ein krasses Beispiel, 1 Stunde die Woche, 6 Wochen vorher. Dann kommen wir, wenn wir bei 12 Stunden Belichtungszeit am Tag sind, auf 6 Stunden am Tag raus. Ne? So haben die es jetzt hier auch geschrieben, kann ich empfehlen. Bei mir ist es ganz anders, der Spike schläft eh von selber immer, dem braucht man nicht das Licht runter zu dimmen. Und dann schläft er auch die Winterruhe durch. Ne, da mache ich einfach dann irgendwann, wenn er jetzt 1-2 Tage schon geschlafen hat, das Licht aus und er ist komplett zufrieden. So, hat man Verdacht, dass noch größere Mengen Futter in den Darm der Bata-Game befindet, kann man die Verdauung durch ein warmes Bad anregen. Das sage ich euch auch immer oft, ne, dass ein warmes Wasserbad die Verdauung der Bata-Game anregt, so dass keine Nahrungsreste mehr im Darm sind und keine Probleme daraus entstehen können. Also, spätestens 2 Wochen vor der Winterruhe keine Lebendfutter mehr geben, auch kein Grünfutter mehr. Ne? Aber Grünfutter kann man noch ein bisschen länger füttern. Es sollte wirklich der Darm dadurch gesäubert werden. Und falls ihr zum Beispiel 1 Woche vor der Winterruhe das Tier noch füttert, dann am besten einfach ein Bad und dann spätestens dann runterfahren. So, während der Winterruhe einfach beachten, dass ihr die Temperatur ziemlich beibehaltet, bei 18 Grad rum. Bei mir ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, aber die Bata-Game beschwert sich nicht. Und ja, der schläft einfach durch wie ein Stein. Unglaublich. Also, da braucht ihr nicht zu pingelig sein mit 15 bis 18 Grad. Ne? Das sind die meisten, aber ich bin da eher anderer Meinung. Der Spike ist jetzt schon 5 Jahre alt und hat nie Probleme gehabt. Er wird auch noch einige Jahre leben und man sieht es einfach, wie er aussieht. Er sieht gesund aus, er hat keine Probleme, keine Parasiten. Top gesund, sieht gut aus und schläft die Winterruhe durch. Also das ist der Beweis, dass auch mehr als 18 Grad in Ordnung sind. Gut, was sollte man noch beachten? Temperatur zu wiegen, genau, das Tier vorher zu wiegen. Dass auch wirklich man das immer abgleichen kann, ob das Tier an Gewicht verloren hat. Denn Parasiten zum Beispiel können Gewicht auffressen und so kann man das eben ein bisschen beobachten.
Das Tier nimmt normalerweise kein Gewicht ab in der Winterruhe. Es ist höchstens ein paar Gramm, mehr aber auch nicht, sonst ist es schon ziemlich abnormal. Gut. Jetzt kommen wir zum Ende der Winterruhe. Die Winterruhe neigt sich dem Ende zu. Wenn das Tier nicht von alleine aufwacht, könnt ihr wieder die Lichtintensität ein bisschen anfahren, so langsam, dass ihr dann eben 2 Wochen, bevor ihr jetzt denkt, der soll dann wieder aufwachen, immer wieder die Lichtintensität ein bisschen hochfahrt. Ne? So, wie haben die es hier geschrieben? Wird das Tier nun durchaus nicht mehr aktiv, aus wieder aktiv, öffnet die Augen oder verläuft mehr herum, sollten in gleicher Geschwindigkeit sofort die Beleuchtung und Temperaturen wieder hochgefahren werden. Futter sollte erst wieder geboten werden, wenn das Tier regelmäßig Sonnenbäder einnimmt und der Organismus wieder einigermaßen hochgefahren ist. Dieser Zeitpunkt ist meist ca. 2 Wochen nach dem Anschalten der Beleuchtung. Lebendfutter sollte aber erst nach 4 Wochen angeboten werden. Das ist wirklich übertrieben, Freunde. Ich weiß nicht, warum man das so handhaben muss. Bei mir ist so, die Bartagame wacht von alleine auf. Ich sehe, dass er noch ein bisschen rumtaumelt oder er guckt zumindest aus seiner Höhle raus. Dann mache ich das Licht einfach an. Vielleicht nicht so lange, nicht so viele Stunden. Aber dimmen kann ich es eben nicht, ne? Wie stark die Intensität ist. Ich kann eben nur die Zeit einstellen, wie lange. Dann stelle ich das halt zum Beispiel nur auf 6 Stunden am Tag ein und dann passt es soweit. Gut. Und dann fange ich meistens 1 bis 2 Wochen, ja, circa eine Woche nach dem Aufwachen schon wieder an, ihm Futter zur Verfügung zu stellen und schaue, ob er Lust hat, es zu fressen. Wenn nicht, ist auch okay. Aber ich biete es ihm zumindest an. Ja. Bisschen Salat reinstellen, ne, und wenn er es nicht frisst, ist auch okay. Und dann kann man auch ein bisschen mal nach und nach Lebendfutter wieder anbieten. So. Das war's schon dazu. Wir waren schon beim Ende der Winterruhe. Jetzt gibt es noch eine Frage und diese haben die hier auch noch beantwortet und beachtet. Und zwar, was ist, wenn die Bartagame nicht auf die Temperaturen kommt? Ne? Also das Terrarium im Prinzip in einem Raum steht, der nicht unter 18 Grad kommt. Einfach über 20, 21 Grad hat. So, das Problem daran ist, dass bei diesen hohen Temperaturen die Tiere austrocknen können, theoretisch, und auch leichter an Gewicht verlieren, weil sie eben mehr Energie brauchen und nicht jeder Stoffwechselprozess runterfahren kann bei den Temperaturen. Das ist auch ein Stressfaktor für die Tiere und sollte vermieden werden. Bei mir klappt es soweit. Die Temperatur ist wahrscheinlich so um die 20 Grad rum. Also ich habe auch oft Fenster offen und es ist auch ziemlich kühl aktuell. Ich versuche das schon ein bisschen so zu halten. Auf jeden Fall sollte man das Tier dann umlagern, eben wie ich vorhin schon angesprochen habe, zum Beispiel in eine große Plastikkiste, wie sie hier schreiben, von Ikea. Das ist eigentlich ziemlich egal, wenn ihr irgendeine Box daheim im Keller rumstehen habt, könnt ihr die gerne nehmen. Die einfach mit Luftlöchern versehen und eben ein bisschen anpassen, ne? Zum Beispiel unten irgendeine Art von Sand reinmachen, irgendwas, Küchenrolle könnt ihr auch reintun. Und da einfach irgendwas an Bodensubstrat noch drauf packen, dass es wirklich keine Probleme gibt. Eine Wasserschale könnt ihr reinstellen, ist aber nicht vonnöten, um die Luftfeuchtigkeit einfach zu bieten. Ne? Und ja, das ist alles soweit in Ordnung. Ne? Gut, wenn ihr das alles beachtet habt, dann könnt ihr das Tier ohne Probleme in die Winterruhe lassen und auch wieder rausholen. Und das Tier sollte kein Gewicht verloren haben, wenn das der Fall ist, einfach halt verfolgen und ein bisschen das Tier wiegen und dann den Arzt mal kontaktieren, den Reptilienarzt mal kontaktieren und fragen, was da los ist. Der wird euch schnell eine Antwort geben und sagen, ob ihr vorbeikommen müsst oder nicht. So weit, so gut. Gut, das war es dann auch schon mit diesem kurzen, prägnanten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in der Kommentarsektion stellen. Ich werde euch so früh wie möglich immer beantworten. Ich möchte mich nochmal kurz für die 1000 Abonnenten bedanken und mitteilen, dass demnächst, wenn ich Zeit habe, ich habe aktuell wieder viel zu tun, ein Livestream kommt zu den 1000 Abonnenten. Da lade ich euch herzlich ein. Ich werde dazu den ankündigen, mindestens einen Tag vorher. Ja, dann stelle ich den rein und ihr könnt dann schon auf erinnern klicken und dies, das, ihr kennt euch aus. Gut, auf jeden Fall bleibt gespannt,
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die stellen und euch auch auf meinem Discord-Server ein bisschen unterhalten. Der ist immer unter jedem Video verlinkt. Ne, könnt ihr euch auch selber austauschen, da bin ich zwar weniger aktiv, aber you know, passt schon. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Macht's gut, bei mir ist es jetzt bald 22 Uhr. Ich gehe gleich ins Bett, einfach noch das Video rausgeballert und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis dann. Stay fresh and healthy und bye.